Ihre Projekte, die Sie hier ausstellen, lassen ja vermuten, dass Sie ein Mensch sind voller Humor, Satire, vielleicht sogar Kabarett, weil von allem ein bisschen vorhanden ist. Woher kommt das? Naja, ich bin erstmal Rheinländer und die Rheinländer haben ja mit dem Humor gebürtig schon was zu tun. Der Karneval zeigt das. Und ich habe mal lange Zeit Theater gemacht, Theaterbühnen. Und so sind halt auch meine Objekte eigentlich kleine Theaterbühnen halt über Berlin und den Rest der Welt. Es ist eigentlich recht einfach, Motive über Berlin zu finden, wie ich das sehe. Flughafen, das neue Schloss. Und ja, Berlin ist groß genug, halt, dass ich das dann halt in jeder Sequenz dieser Stadt, in jedem Viertel dieser Stadt irgendwie so niederschlägt und man da eben was mitmachen kann. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Ja. Und schön, dass Sie mich hier besucht haben. Ja, danke. Mich aufgespürt haben. Und ich hoffe, Ihre Kreativität lässt nicht nach. Das hoffe ich auch und dass es ein bisschen honoriert wird. Ja, danke schön. Sie haben hier den Berliner Fernsehturm, das Brandenburger Tor, einen Hirsch und ich sehe noch einen Hahn. Genau. Verbindet die Sachen irgendetwas? Ja, also im Moment entwickle ich gerade Collagen, bei denen ich mich so mit bestimmten Regionen in Berlin intensiver auseinandersetze. Und zum Beispiel male ich mit dem Sand vom Müggelsee oder ich nehme Abdrücke von Blättern, die ich in den Wäldern halt finde. Und ansonsten die Tiere, das sind meistens unbewusste Motive. Also zum Beispiel verwende ich auch den Fuchs, weil ich wohne am Rand von Berlin und da schleicht sich öfter mal der Fuchs halt durch unseren Garten. Und so entsteht es. Und ansonsten, also warum es der Hahn ist, da frage ich mich auch manchmal, was es so unbewusst vielleicht bedeutet. Aber ansonsten ist es einfach ein sehr stolzes Tier, genauso wie der Hirsch, ne? Und hat so eine gewisse Ausstrahlung.
Das hat mit dem Nationaltier von Frankreich nichts zu tun. Nein. Obwohl die Farben recht. Oft gefragt, genau. Ja, aber das war jetzt nicht meine Intention. Also jeder interpretiert ja da auch ein bisschen so seine Dinge mit rein und nutzt es als Projektionsfläche, aber meine Intention war es jetzt nicht. Wie viele Bilder malen Sie eigentlich, sagen wir, in der Woche oder im Monat? Oder kann man das so festlegen? Das lässt sich immer schwer sagen. Also es kommt immer darauf an, wie einen die Muse küsst. Ne? Manchmal, da kann ich tagelang... So geht es mir auch. Genau, also tagelang halt malen und zeichnen, ne? Tagsüber, nachts und so. Dann geht es auch mal bis nachts um 2 oder so. Aber es gibt auch Phasen, wo es dann eher ruhiger ist. Ne? Das kann man nicht beeinflussen. Ne? Kann man so ein bisschen gucken, sich inspirieren lassen. Aber so eine Formel kann ich da jetzt schlecht sagen. Dann wünsche ich Ihnen noch weiterhin viele Einfälle. Ich finde es wirklich nett hier und schön. Dankeschön. Ja, und verlieren Sie nicht Ihre Kreativität. Dankeschön. Ja? Sie haben ja sehr, es sieht wenigstens so aus, sehr schweres Material für Ihre Kunst. Es ist gar nicht Ihre Kunst, sondern? Meine Frau macht diese Sachen, sie ist erkrankt und ich vertrete sie heute. Das Material ist schwer, das ist Eisen überwiegend, aber es ist auch ein Materialmix, Eisen und teilweise Treibholz. Und schwer ist es ja, man muss da mal viel tragen. Das sind auch die leichteren Sachen, die wir heute mit haben. Wir haben auch deutlich schwere und größere Sachen, die für sich stehen. Und da kann man wirklich gut dran tragen. Wo bekommen Sie Ihr Material her? Das sind verschiedene Quellen. Überwiegend geht meine Frau auf den Schrottplatz bei uns in Oldenburg und sucht sich dort Objekte aus, die sie dann schon im Kopf für sich durchpräsentiert hat, was daraus werden könnte. Also es kann sein, von irgendjemandem ist ein Teil seines Autos dabei. Ganz korrekt, ja. Das ist doch eine gute Verwertung. Das ist ein Upcycling auch ersichtlich, aber das steht nicht im Vordergrund. Sie macht auch Sachen aus Industriestahl zum Beispiel, diese Rundstähle, die sie kauft und dann weiterverarbeitet. Ja. Also auch Aufbautechniken sind dabei. Wo liegt die Inspiration für diese ganz unterschiedlichen Sachen? Sie kommen aus Oldenburg, das ist Meer nicht weit, das ist ein Schiff natürlich. Genauso, meine Frau kommt von der Küste weg letztendlich und hat sehr viel mit dem Meer zu tun. Und das fließt in ihre Arbeiten auch sehr stark ein. Inselgeschichten wie hier zum Beispiel. Ja. Und sogar ein Schiff mit Gänse. Die Ziege, genau, die Ziege, ja. Also, es ist auch Humor dabei. Ganz viel Humor und ganz viel Fantasie sicherlich, Sehr viel Fantasie, ja. Dann wünsche ich Ihnen und Ihrer Frau gute Besserung und Ihnen vielleicht heute noch einen guten Verkauf. Danke sehr. Ja. Danke. Viel Glück. Mit welchem Material arbeiten Sie überwiegend? Überwiegend arbeite ich mit Ton. Ja. Manchmal ist es so, dass das Original allerdings verloren ist. Ich mache es ja immer nicht alle Tonoriginale in den Brennofen. Ja. Ton ist eben ein wunderbares Material, sage ich mal, zum Modellieren. Haben Sie einen speziellen Ton in der Gegend hier? Aus der Gegend? Ich arbeite zum Beispiel, sage ich mal, was diese große Skulptur da vorne betrifft, sage ich mal, auch hin und wieder mal in einer Ziegelei. Ja.
in Glindow. Ja. Und sag ich mal, da hat man dann den hiesigen Ziegelton, den man verarbeitet. Der Vorteil ist, dass man voll aufbauen kann. Ja. Man muss also nicht so sensibel arbeiten wie mit normalem Ton. Ja. Und man kann natürlich auch sehr große Dinge produzieren aus Ton, weil dort ist ein Brennofen, der ist über 2 Meter hoch. Ja. Ein Ringbrandofen, ja, den es dort gibt. Und man kann sehr große Dinge produzieren. Die anderen Skulpturen, die kleineren, sag ich mal, die mache ich dann im eigenen Brennofen. Ja. Ja. Der ist bis 65 cm hoch. Ja, sag ich mal, das sind dann quasi die Tonoriginale. Ja. Die Tonoriginale, die dann gebrannt werden. Zum Beispiel so eine Bronze, ja, die wird dann aus so einem Tonoriginal quasi, sag ich mal, im Wachsausschmelzverfahren hergestellt. Ja. Und da bekomme ich dann aus einer Bildgießerei entsprechend die Rohgüsse, die ich dann selber nachbearbeite. Und sag ich mal, um jetzt die Bronzen herzustellen. Nun haben Sie ja überwiegend Menschen. Oder ja. Teile von Menschen. Richtig. Ja. Ja. Also sagen wir einen Menschenausschnitt. Menschenausschnitt. Richtig. Und ja. auch bestimmte Posen von Paaren. Ja. Ja. Wie arbeiten Sie nach Vorlagen oder haben Sie eigene Models da oder gucken Sie in die Illustrierte und suchen sich eine nette Frau aus? Das ist ganz unterschiedlich. Erstmal braucht man eine Idee. Ja. Also die Idee, sag ich mal, die entsteht im Regelfall im Kopf, ja, und dann versucht man diese Idee auszuarbeiten, ja, und das kann passieren, sag ich mal, durch Models, ja, oder sag ich mal, ich habe da auch einen Bekannten, der sich eben stark mit Tanzfotografie beschäftigt und auch viel am Ballett fotografiert, ja. Das bietet sich ja an. Richtig, sag ich mal, das ist dann auch häufig, sag ich mal, eine Vorlage, sag ich mal, da kann ich mich dann in seinem Archiv ein bisschen bedienen. Ja? Ansonsten sind es auch Gefühlszustände, ja? die ich dann versuche auszudrücken. Ja? Ja. Oder Lebensabschnitte, sag ich mal, irgendwie Neubeginn oder irgendwie sowas. Ja? Also das ist ganz unterschiedlich, sag ich mal, wo die Idee dafür herkommt. Ja. Ja? Mhm. Dann haben Sie mir vorher erzählt, Sie sind jetzt weg eigentlich von den kompletten, wie sagt man da eigentlich fachlich, von den, also die hier als Ganzes stehen. Ach so, ja. Ach so. Sie meinen jetzt, sag ich mal, diese, diese Wandskulpturen. Ja, ja. Wandskulpturen. Genau. Ich lerne jeden Tag was Neues. Richtig, ne? Also diese Wandskulpturen, das ist eine ganz neue Serie, die ich dieses Jahr aufgelegt habe. Ja. Ja. So ein bisschen aus der Not herausgeboren, ja. Weil ich Rückenprobleme hatte. Ja. Habe ich im Grunde genommen nach einem sehr leichten Material gesucht, ja, mit dem ich arbeiten kann. Ja. Und da sind im Grunde genommen diese Wandskulpturen entstanden, sag ich mal, die bestehen im Grunde genommen aus einem sehr dünnwandigem Aufbau, wenn man das mal so sieht, ja, ja. Und dennoch sehr stabil, ja, das ist im Grunde genommen ein Polymer gebundenes Mineral, die Basis, ja, und wird dann stabilisiert durch Glasfasereinlagen etc., beziehungsweise diese rotbraune Patina wird dadurch erzeugt, dass man Metallpulver, sag ich mal, in die Mischung hineingibt und das fängt dann an zu rosten. Ja? Und dadurch ergibt sich, sag ich mal, so am ersten Tag in der Phase, sag ich mal, wo die ganze Geschichte dann am Trocknen ist, ja? Sag ich mal, eben diese zufällig entstehende Patina. Ja? Das ist aber toll. Und wie gesagt, die sind sehr leicht. Ja. Und man kann sie eben auch mit einem ganz normalen Nagel an der Wand, ja, wie so ähnlich wie ein Bild sozusagen befestigen. Ja. Jetzt muss ich Sie aber noch mal, meine letzte Frage interessiert mich jetzt besonders.
wenn man so kreativ ist wie Sie, was kann man da eigentlich, kann man da eine Zeit sagen, ich brauche für die und die Skulptur vielleicht eine Woche oder braucht man da zwei Wochen oder haben Sie manche auch in der Stunde schon im Kopf? Ja, man ist auch ein bisschen, sag ich mal, an dieses Material des Tons gebunden. Ja. Man kann zwar, sag ich mal, das zu bearbeitende Original mit Folie abdecken, ja, um den fortlaufenden Trocknungsprozess einzuschränken. Ja. Aber man ist ohnehin, sag ich mal, an diese Trocknungszeit des Tons gebunden. Ja. Weil, wenn der Ton zu trocken ist, sag ich mal, bekommt er Risse. Ja. Ja. Und dann ist es eigentlich zu spät. Ja. Ja. Also, kurz gesagt, sag ich mal, mit einem Original bin ich spätestens in 2 Tagen fertig. Ah, ja. Ja. Und dann kommen natürlich noch, sag ich mal, die weiteren Arbeitsschritte wie Abformung, Silikonauftrag, Herstellung von Stützformen etc. Ja. Das ist ein Handwerker. Ja, man muss als Künstler auch Handwerker sein. Ja, finde ich toll. Ja. Okay. Richtig. Ich werde Sie mal besuchen. Ja. Gerne, ja. Ich bedanke mich bei Ihnen und ich wünsche Ihnen, dass Sie auch ein paar verkaufen. Ja, heute war schon mal ein ganz guter Tag. Ah, prima. Ja. Das freut mich auch. Ja. Und Wiedersehen.